In der Spielentwicklung werden oft Animationen und Features geplant, die es dann doch nicht ins fertige Spiel schaffen. Die spannendsten, die immer noch in den Spieledateien schlummern, zeigt Only a Beat Wang in seinem neuesten Video, auf das ich jetzt reagiere. Eine der größten Kritikpunkte an neuen Packs für The Sims 4 ist meistens, dass die Entwickler an Animationen sparen und da gerne mal recyceln. Okay, das ist sehr spannend. Es sollte wohl auch für The Sims 4 ähnlich wie in The Sims 3 ein Merkmal geben, mit dem die Sims quasi nicht gerne nackt sind. Die Animation dafür ist ja wirklich sehr witzig. Der Sim hat wirklich gar keinen Bock, das sieht man ihm definitiv an. Das heißt also, Sims wären nicht nur an einem Hitzetod in der Sauna gestorben, sondern direkt danach auch nochmal, weil sie nackt waren. Ganz ehrlich, ich kann, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen, warum es dieses Merkmal nicht ins finale Spiel geschafft hat. Wir haben ja allgemein in The Sims 4 schon so wenige verschiedene Merkmale und da hätte dann wahrscheinlich niemand im Spiel das entsprechende Merkmal ausgewählt. Einfach da es viel wichtigere Merkmale gibt und wenn man sowieso nur drei auswählen kann, wäre das dann ein bisschen wenig gewesen. Hoffen wir einfach mal, dass wir beim nächsten Sims-Teil wieder wie gewohnt in den Vorgängern 5 Merkmale auswählen können. Und da könnte man dann ja auch so, sagen wir mal, ein bisschen kleinere Quatschmerkmale irgendwie wieder gut verwenden im Spiel. Ja, stimmt, in The Sims 3 konnten die Sims noch normal klingeln, aber in The Sims 4 ist das leider nicht mehr der Fall. Es wird nur geklopft, warum auch immer. Ja, okay, also es ist tatsächlich recht eindeutig. Diese Animation ist definitiv noch nicht fertig. Ich finde, es sieht ein bisschen so aus, als wäre dieser Sim sehr introvertiert und versucht sich gerade mental darauf vorzubereiten, wie man klingelt. In so Momenten vergisst man wirklich manchmal, wie die einfachsten Dinge funktionieren. Auch Kinder hätten klingeln können. Das wäre schon cool gewesen, wenn das irgendwie mit reingekommen wäre und man dann auch verschiedene Klingeltöne wie in The Sims 3 hätte auswählen können oder so. Jetzt kommt ein sehr interessanter Punkt, und zwar war es wohl ursprünglich geplant, dass die Sims auf dem Bett auch richtige Interaktionen wie in The Sims 3 ausführen können und nicht nur rumliegen. Ehrlich gesagt, ich kann gar nicht nachvollziehen, warum es diese Animationen nicht ins Spiel geschafft haben. Und vor allem sehen die Animationen auch einfach schon sehr fertig aus. Okay, bis vielleicht auf diese Kleinigkeit hier. Ja, so schnell kann dann auch mein romantisches Rendezvous mit einem gebrochenen Unterarm enden. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, das sind so diese Details, die die Sims irgendwie cool machen und es ist so schade, dass wir auf dem Bett eigentlich nichts wirklich anfangen können. Weiter geht's mit Animationen, die eigentlich für Kinder konzipiert waren, und zwar war es anscheinend irgendwann mal in der Entwicklung möglich, dass Kinder auch miteinander flirten können. Okay, Schluss machen war wohl auch irgendwie angedacht. Ich glaube, damit hätten die Kinder noch so eine weitere Tiefe bekommen und irgendwie wäre das doch auch eigentlich vom Storytelling ganz süß gewesen, wenn das gegangen wäre, aber so ist es leider. Aber so krass, dass die Entwickler dann ganze Animationen erstellt haben, die es dann noch nicht mal irgendwie per Cheat oder so sich aktivieren lassen. Da geht dann einfach super viel Arbeit verloren für quasi nichts. Es hätte wohl zu irgendeinem Zeitpunkt mal der Fall sein können, dass die Sims auch per Handy Schluss machen. Er sieht noch hier motiviert aus, aber das ändert sich sehr schnell. Ja, so eine Trennung kann schon schmerzhaft sein. Da schlägt man sich auch manchmal das Handy auf den Kopf, ganz klar. Jetzt kommen wir zum absoluten Lieblingspack von quasi allen von uns. Das Star Wars Reise nach Batuu Gameplay Pack nämlich hat auch ein paar unbenutzte, spannende Animationen im Petto. Selbst für mich als Anti-Star Wars Fan sahen die Schwertkämpfe echt beeindruckend animiert aus. Hier sehen wir sogenannte Prototyp-Animationen, also da haben die Entwickler erst angefangen, die Animation zu bauen. Und so sieht es ganz am Anfang aus. Man sieht, es ist sehr hakelig alles. Ja, die Animationen sind auf jeden Fall nicht so sauber. Da ist es ganz logisch, dass sie es nicht ins fertige Spiel geschafft haben. Ich muss sagen, ich finde sowas immer super spannend, wenn man sieht, wie die Entwickler an dem Feature arbeiten, zuerst so grob anfangen und es dann immer feiner wird. Aber ich finde, es sieht auch schon fast ein bisschen albern aus. Jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Testanimationen. Hier gab es irgendwie so eine Portal-Animation. Ich merke gerade, ich muss immer noch mein Trauma aufarbeiten, wie toll die Portal-Animation im Trailer aussah und wie sie dann im fertigen Spiel funktioniert. In den Spieledateien befinden sich noch andere Testanimationen, und zwar diese hier. Ah, das sieht wunderschön aus. Fast hier wie im Sportunterricht so ein bisschen. Aber wie Only a Beat Wang im Video schon sagt, das hat höchstwahrscheinlich nichts mit einem richtigen Gameplay-Feature zu tun, sondern an sowas wird dann getestet, ob die Sims richtig funktionieren, ob die einzelnen Körperteile richtig animiert wurden, auch ob die Klamotten an den Sims so passen mit den verschiedenen Animationen. Oh, ich muss sagen, so ein bisschen gruselig sieht das schon aus. Gerade jetzt die Animation, die man jetzt sieht.
Noch viel mehr von diesen lustigen Animationen findet ihr auf jeden Fall im Video von Only a Beat Wang. Das ist auf jeden Fall in der Beschreibung unten verlinkt. Was ich aus diesem Video besonders mitnehme, hoffentlich integrieren die Entwickler auf jeden Fall nochmal die Animationen für die Sims, die da auf dem Bett lagen. Die sahen schon sehr cool aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Animation euch am meisten zum Lachen gebracht hat. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.